Aber wenn wir jetzt Evil West angucken, es kriegt eine 7 von 10 von IGN. Das ist nicht der komplexeste oder das komplexeste und innovativste Action-Game. Aber hey, manchmal möchte man doch einfach ein bisschen Spaß haben und ein paar Monster zerhaken oder ein paar Monster wegballern, ja? Das ist sozusagen so, ja, der Strich drunter unter das Ding. Und hier, was ist hier? Hier ist es nicht, dass man einfach mal Spaß haben will und ein paar Monster wegfetzen möchte. Ist das hier jetzt nicht? Ist das hier nicht der Fall? Und dann ist es plötzlich bei Suicide Squad ein ganz schlimmes Thema, ja, dass das jetzt so teuer ist und oh, die wollen uns ja nur abcashen mit ihren rein Cosmetics im Shop drin. Ja. Ich habe in der Alpha nach 10 Stunden schon mehrere Cosmetics gehabt für die Charaktere. Das ist nicht das Problem. Cool, 12 Stunden gibt dir, 50 Euro gibt's aus. Alle feiern es und sagen, oh, habe ich schon lange nicht mehr so einen oldschool coolen Shooter gespielt. Cooles Game. Auf Steam finden es alle ganz lustig und ganz fein, größtenteils positiv. Alles in Butter. Ja. Und dann kommt sowas einfach daher und gibt dir quasi die Möglichkeit, für 70 Euro zu kaufen und dir 4 Seasons reinzuziehen und du könntest theoretisch gar nichts mehr ausgeben für das Game. 70 Euro und kannst das Game in ein Jahr zocken, kriegst neuen Content dazu, neue Charaktere und so weiter. Plötzlich eine schlimme Sache. Plötzlich ein schlimmes Game. Gell? Plötzlich schlimm. Und alle finden es kacke und jeder hatet es irgendwie weg. Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video über Suicide Squad Kill the Justice League. Und in diesem Video, denke ich, wird es sehr spannend. Und vielleicht auch in der Kommentarspalte unten drunter, denn ich habe heute mal wieder vor, ein bisschen meine Meinung zu sagen. Mir ist was aufgefallen über das letzte Jahr hinweg eigentlich schon. Ich mache ja schon länger immer mal wieder ein Video zu diesem Game, weil ich mich mega drauf freue. Aber seitdem ich auch Videos dazu mache, also schon Anfang 2023, ist mir immer wieder aufgefallen, wie viel Hate dieses Spiel einfach abbekommt, obwohl es noch nicht mal erschienen ist. Die allermeisten Leute hatten noch nicht mal die Gelegenheit, es anzutesten. Und trotz dessen geht es zum Beispiel in einem Spielercamp, sag ich mal, wie bei IGN, momentan und auch in letzter Zeit einfach mega ab gegen dieses Spiel. IGN, denen war der Flash im Bosskampf zu schnell. Beim Presseevent zum Beispiel, ne? Da kam auch ein bisschen Gegenwind. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel recht aktuell hier dieses doch ganz gut geklickte Video von IGN reinziehen und mal unten in die Kommentarspalte reinschauen, dann sehen wir, was ich heute eigentlich ein bisschen zum Thema machen möchte, was man nämlich so liest online zu diesem Game und was auf unterschiedlichen Presseseiten hier einfach rübergebracht wird auch an Meinung und Stimmung. Hier finden wir als allererstes ein sehr meistgelikedes oder eins von den meistgelikten Kommentaren, nämlich das Game ist so beeindruckend, es ist so, als würden sie nach Arkham Knight, als hätten sie eine Umfrage gemacht bei den Leuten und die Leute hätten gesagt, was sie eigentlich jetzt von Rocksteady wollen und Rocksteady hätte drauf geguckt und hätte gesagt, ah, okay, das ist das, was die Leute wollen, wir machen komplett das Gegenteil von allem, was sie gesagt haben, was sie wollen. Also hier gerade so dieses eingeschnappte, angepisste einfach, dass Rocksteady Studios jetzt nicht das Game gemacht hat, das vierte Arkham Game und einfach deswegen auch so bissig dagegen zu sein. Und das habe ich auch in der Vergangenheit immer häufig mitbekommen. Man hört immer wieder Arkham Games. Ja, da haben sie wirklich geiles Superhelden-Game gemacht. Die drei Spiele waren der Hammer, ja. Aber quasi jetzt wird alles, was sie jetzt machen mit diesem Kill the Justice League Game, automatisch kacke geredet, nur weil sie nicht ein neues Arkham-Game machen. Ich verstehe, dass man vielleicht davon enttäuscht ist. Oder ich verstehe, dass man vielleicht was anderes erwartet hat. Aber warum muss man dann dieses Game jetzt einfach die ganze Zeit niedermachen, obwohl man sich dann wohl selber gar nicht dafür interessiert? Anstatt dann einfach irgendwas zu zocken, was einen selbst dann interessiert, dann soll man halt ein anderes Superhelden-Game zocken, was nicht von Rocksteady Games ist. Aber stattdessen will man quasi, dass dieses Spiel scheitert. Man will, dass man macht eine Stimmung und versucht es anzuheizen, dass dieses Spiel schlecht geredet wird, eine schlechte Stimmung bekommt zu Release. Und das sehen wir auch, wie es hier zum Beispiel weitergeht. This will be a great game when it's 75% off. Also wenn es günstiger ist, um 3/4 Preis, ja. Auch, ich glaube sogar das meistgelikte Kommentar, was drunter ist, ja. This game seems
like a somewhat well put together amalgamation of everything people are freaking exhausted of. Also eine Zusammenfassung dieses Spiels, alles ist da drin, was die Leute gar nicht mehr sehen wollen oder sehen können. So Live-Service-Game, Battle Pass und dies und das ist damit sehr wahrscheinlich gemeint, denke ich. Aber hier glaube ich nicht, dass der da wirklich richtig liegt mit diesem Eindruck, denn ich glaube, das sind viele Leute überhaupt nicht exhausted. Man sieht das auf den Steam-Charts, wenn wir hier mal reingucken, wie viele Sachen hier drin sind, die etwa einem ähnlichen Prinzip folgen. Viele davon sind teilweise ja schon Free-to-Play-Games, wo du kostenlos reinkommst, aber dann doch regelmäßig zur Kasse gebeten werden kannst und auch mit Battle Passes hantiert wird oder mit Cosmetics und mit Microtransactions. Klar, Baldur's Gate 3 war jetzt in 2023 ein heller Stern, der hat keine Microtransactions und so weiter drin, Riesenerfolgshit. Die haben es natürlich gezeigt, man kann auch so noch ein geiles Spiel machen in 2023. Aber man sieht ja einfach auch sonst ganz viel, was hier schon sich länger in den Top 20 hält und so weiter. Ganz viele solche Games ist es gar nicht unüblich, sowas zu machen. Ich möchte es nicht, wie soll ich sagen, glorifizieren und sagen, wow, das ist super toll und jedes Spiel sollte so sein. Ich möchte hier einfach nur nochmal einfach zeigen, Mensch, es ist halt einfach nicht ungewöhnlich. Und dass jetzt halt so getan wird hier, als ob dieses Spiel jetzt so abnormal, mega übermäßig monetarisiert wäre, das kann ich einfach nicht nachempfinden. Das ist der Punkt, auf den ich jetzt hier bei diesem Vergleich erstmal hinaus will. Und der Joker gefällt einem jetzt nicht, wie sie ihn gemacht haben. Jetzt, dass Rocksteady immer einen Joker mit in ihr Spiel reinpacken muss. Dass es hier Microtransactions gibt, ist kacke, ja. I can't wait to play this in April at 50% off. Also sie wollen spielen, sie finden es nur kacke, weil es einfach Geld kostet sozusagen. Und da komme ich halt dann auch auf einen weiteren Punkt, den ich einfach aus einer unterschiedlichen oder anderen Perspektive immer mega krass finde. Und das dreht sich jetzt hier nicht nur um Suicide Squad Kill Justice League, sondern um ganz viele Games, die so rauskommen in den letzten Jahren. Dahinter stecken sehr viele Menschen, sehr viele Entwickler. War auch zum Beispiel bei einem Diablo 4 so. Ja? Und wenn ihr denkt, jetzt da gibt es Leute, die dort jeden Tag reingegangen sind ins Büro an ihren PC und haben ihr Herzblut da reingesteckt, es ist was Kreatives, es ist kreative Arbeit, da steckt immer Herzblut drin. Ich weiß das, weil ich 2 Fantasy-Bücher geschrieben habe und ich weiß, wie viel Herzblut dann drinsteckt in so einer Arbeit und ich weiß, wie schmerzhaft es ist und wie weh das tut, wenn irgendjemand dann ins Internet kommt und dein ganzes Ding, was du dran gearbeitet hast, monatelang einfach so in den Staub tritt und total fies einfach dagegen redet. Konstruktive Kritik ist das eine, aber irgendwas richtig mies und ungerechtfertigt einfach schlecht machen, weil man Spaß dran hat, es schlecht zu machen, das kann schon wehtun. Und ich sehe hier zum Beispiel in dieser Kommentarspalte, das spiegelt auch ein bisschen Twitter wieder auf in gewissen Bubbles, sag ich mal so. Und wenn ich mir denke, dass Rocksteady, da die Leute sich sowas durchlesen, das kann schon wehtun. Und ich finde es irgendwie dann, wenn man das aus der Perspektive betrachtet, sieht man, wie abgespaced das Ganze eigentlich schon ist. Also einfach nur wegen einem Preis oder so. Also sie wollen es dann eigentlich spielen, aber sie freuen sich dann so hämisch drüber, wenn das Game irgendwie abgewertet wird, weil es floppt und dann so sehr günstig zu haben ist, dass man die dann wieder ausgetrickst hat. Ja, und ansonsten drischt man mal und boxt mal ein bisschen rein in das, was die Entwickler da zusammengebastelt haben in den letzten 7 Jahren und er freut sich dran und lässt sich feiern und lässt sich Daumen nach oben geben und so weiter. Und ich finde, das, was hier an Gemetzel passiert, spiegelt sehr gut wider, was das ein oder andere Game in den letzten Jahren auch erfahren musste. Und für mich ist momentan Suicide Squad Kill Justice League eigentlich ziemlich eins von den Höhepunkten, was das angeht. Wenn wir jetzt ein Game nehmen wie The Day Before, ja, da finde ich, wenn man dann sowas liest, ist das doch viel eher gerechtfertigt. Aber
bei dem Game weiß ich jetzt nicht, was jetzt hier irgendwie ansatzweise gescammt wäre oder irgendwie hinters Licht geführt. Die haben jetzt an einem Freitag einen Stream gemacht mit über 3 Stunden einfach Gameplay von verschiedenen Streamern und man konnte sich das Spiel einfach angucken, einfach simples, ungeschnittenes Gameplay live gestreamt mit Fragen dran, dies und das. Jeder weiß, worauf er sich einlässt. Und da komme ich jetzt auch schon zum nächsten Punkt von diesem Video, nämlich sie haben dann auch gleich danach, nach dieser Präsentation jetzt von dem Insider 3, auch noch eine Roadmap einfach rausgehauen. Und hier muss ich sagen, Mensch, das ist doch geil. Ja, erstmal, wir haben eine Roadmap. Das haben wir jetzt auch nicht mehr bei allen Spielen, die so rauskommen und eben ein Live-Service-Game sind. Ja, und hier haben wir gleich was, wo wir wissen, worauf wir uns freuen können. Und hier der Charakter, also der Joker, wurde schon gezeigt. Er wurde auch schon mit Gameplay gezeigt. Dann wird hier gezeigt, es wird neue Bossfights geben und neue Feindesvarianten. Es wird eine neue spielbare Umgebung geben, die anders designed ist. Die Season beginnt bereits im März 2024 und der Release ist ja eigentlich am 1. oder 2. Februar, das heißt einen Monat. Und das ist schon die Season 0, da ist ja schon Season-Content da, auch schon zum Release. Und dann nach einem Monat geht die Season 1 los. Wir bekommen hier neue Waffen und ihr seht, die Designs sind doch geil. Sieht doch hammermäßig aus. Ich freue mich riesig drauf. Und nicht nur diese Weapons, sondern auch noch weiteres Gear, was ihr finden könnt und ausslotten könnt für euren Charakter. Neuer Riddler-Content, neue Aktivitäten und Strongholds, was auch immer Strongholds sind, ich weiß es noch nicht. Und 2 Episoden für jede Season, die neu kommt. Und diese Episoden sind Geschichte, sie sind Story-Elemente. Und ihr seht, eine Episode ist um Two-Face, andere Episode ist um Scarecrow. Das heißt, ihr kriegt nicht nur irgendwie neuen Loot, ihr kriegt nicht neue Missionen und ein bisschen anders designte Feinde und Loot und eine kleine andere Umgebung, sondern auch noch Story und wahrscheinlich auch mit Zwischensequenzen, wahrscheinlich auch vertont und wahrscheinlich dann auch mit dem Joker eben auch dabei in diesen Zwischensequenzen, wo ihr euch mit ihm noch ein bisschen mehr beschäftigen könnt und mehr von ihm erlebt. Und dann geht es ja weiter. Sie sagen hier schon, Seasons 2, 3 und 4, also geteasert schon mal 3 Seasons, die uns dann erwarten. Hier kommen nochmal 3 spielbare Charaktere dazu, nach dem Joker, kostenlos. Ja, wir kriegen neue Waffen, wir kriegen neue Gearsets für jede Season und jede Season wird etwa 3 unterschiedliche Sets haben, in 3 Stufen zumindest, und das sind ganz andere Boni drauf, nicht nur stärker, sondern andere Boni, neue Aktivitäten mit Season Updates wohl auch drin, also neue Zonen hier dabei, 3 neue spielbare Umgebungen und bei jeder Season immer 2 Episoden dabei. Das heißt, hier haben wir auch wieder 2 Episoden, bei der 3er auch wieder 2 Episoden und bei 4 auch wieder 2 Episoden. Also immer wieder Story dabei, das, was ich persönlich mir auch mega gewünscht habe, dass hier auch nochmal irgendwie was erzählt wird und man noch weiter in diese Welt eintauchen kann. Ich finde, das klingt doch nach einem Plan. Und wenn ich euch jetzt noch was zeige, was ich hier noch dabei habe, nämlich von Spiel Engramm, der Kanal, der hat mir auch noch mal was geschickt auf dem Discord, was er zusammengebastelt hat, als er mein Video gesehen hat, wo ich mal ein paar Features aufzählte, was dieses Spiel zu Release schon dabei hat. Ja, also es gibt Daily Missions, es gibt Endgame-Missionen zu Release schon dabei. Es gibt 60 FPS-Modus auch für die Konsolen. Es gibt Crossplay und Cross-Progression. User Interface kann man anpassen. Es gibt Mastery-Levels im Endgame und Mutationen fürs Endgame. Es gibt schon die Season 0 mit Gear, was schon drin ist, in 3 Varianten. Es gibt die Talentbäume, es gibt ein Testgelände, um seine Builds auszutesten. Das haben wir auch nicht bei jedem Game mit Builds, wo wir einfach mal was austesten können. Das ist bei vielen Spielen erst nachträglich gekommen. Ja, wir haben ein Clan-System drin. Wir haben Leaderboards drin. Ja, das ist auch bei manchen Spielen kommt das erst viel später. Ja, und so viele Sachen, Loadouts zum Beispiel, die man abspeichern kann für seine Builds und seine Charaktere. Das ist alles schon drin zu Release von diesem Game. Und dann frage ich mich einfach, was bei den Leuten hier los ist, dass sie so krass drauf abgehen. Ich meine, ja, das Spiel hat einen Verkaufspreis, der momentan jetzt nicht, oh, die sind jetzt aber noch mal teurer. Die Games sind gerade, viele Vollpreis-Games, die rauskommen, sind in diesem Preisbereich. Hier ist das Spiel auch, aber
es bietet dir halt auch diese Sachen kostenlos. Der Joker kommt nicht mit einer Expansion, die mich wahrscheinlich 30, 40 Euro kostet bei einem anderen Spiel. Ja? Und das Zeug hier kommt kostenlos. Und es wird nichts hinter einer Bezahlschranke kommen, was Season-Content angeht oder neue Missionen, neue Missionstypen und so weiter. Das haben sie gesagt bei der Präsentation. Und dann gehen wir mal weiter zu anderen Dingen einfach. Gehen wir doch mal zu Vergleichstiteln. Gehen wir zu Destiny 2 rüber, ja? Hier haben wir jetzt, ja, sehr positiv bei allen Rezensionen. Das sind ziemlich viele Rezensionen hier. 581.000, ja? Einen Loot-Shooter habe ich auch eine Weile gezockt, da als es noch nicht auf Steam war. Zu der Zeit. Man hat durchaus viel Spaß haben können in diesem Game und es war anfangs nicht so, dass man jetzt hier kostenlos reingehen konnte ins Game. Aber hier kommt es doch auch und hier wird es doch auch weiter monetarisiert, das Spiel. Ja? Borderlands 3 gab es auch mit einem Season Pass. Ja? Hier sehr positiv bewertet, auch viele Bewertungen dabei. Auch ein Loot-Shooter. Dann Tom Clancy's The Division 2. Sehr positiv, kürzliche Rezension. Ja, ich weiß, ich kriege so ein bisschen mit manchmal auf YouTube, dass auch The Division mega Probleme hat, zu größten Teilen momentan. Aber hier haben wir viele, viele positive Bewertungen. Und auch hier gibt es einen bezahlten Season Pass für jede Season. Und jetzt gehe ich mal noch weiter einen Schritt, nämlich was das IGN-Thema angeht und dass ihnen der Kampf gegen Flash zu schnell war. Was weiß ich, wie schlimm wäre es gewesen, wenn der Kampf zu langsam gewesen wäre gegen The Flash? Schon mal daran gedacht, also der hätte ja auch viel zu langsam sein können, was wäre denn dann los gewesen? Und jetzt ist er halt zu schnell. Und was ich bei IGN überhaupt nicht begreife, ist dann zum Beispiel sowas hier wie Evil West. Das habe ich mir damals rausgezogen, weil es ein Third-Person-Shooter ist. Ich fand den eigentlich auch cool. Ich habe ihn nicht gezockt bisher. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, aber hier sehen wir zum Beispiel den Test, hat eine 7 von 10 bekommen, ja, dieses Game. Und hier ist etwas, wo ich einfach auch immer denke, das ist doch faszinierend in der Gaming-Landschaft. Wir haben es hier mit sehr vielen unterschiedlichen Zielgruppen zu tun beim Gaming, ja. Die, wo sich jetzt auf Suicide Squad freuen, ist auch eine spezielle Zielgruppe. Die, wo sich über Diablo 4 freuen, ist eine ganz andere Zielgruppe. Und die, wo jetzt Suicide Squad haten, weiß ich nicht, wozu die tendieren oder welche Spiele die feiern, wahrscheinlich diese klassischen Arkham Games und die wollen sonst von dem Leben nichts wissen. Aber wenn wir jetzt Evil West angucken, es kriegt eine 7 von 10 von IGN. Wir haben hier eine 12 Stunden lineare Kampagne, ja, und danach ist Ende. 16 verschiedene Missionen, danach ist Schicht im Schacht, ja, und dann wird dann am Schluss gesagt, hier, es ist ein erfrischendes, ja, Spielerlebnis sozusagen und der Kombi, also der Kampf ist geschmeidig und alles fein. Das ist nicht der komplexeste oder das komplexeste und innovativste Action-Game, aber hey, manchmal möchte man doch einfach ein bisschen Spaß haben und ein paar Monster zerhacken oder ein paar Monster wegballern, ja? Das ist sozusagen so, ja, der Strich drunter unter das Ding. Und hier, was ist hier? Hier ist es nicht, dass man einfach mal Spaß haben will und ein paar Monster wegfetzen möchte. Ist das hier jetzt nicht? Ist das hier nicht der Fall? Und wenn wir jetzt dran denken, dass die auch einen Umfang haben zwischen 10 bis 20 Stunden Story zu Release plus einen fucking Season Pass und Evil West zum Beispiel mit 50 Euro immerhin. Man muss es ja dann so mal sehen. 12 Stunden, 50 Euro. Ja, dann haben wir bei Suicide Squad, was haben wir? 70 Euro und 10 bis 20 Stunden plus diesen fucking Season Pass. 4 Seasons mit dem Content. Mit neuen Episoden, dies und das und die, blablabla. Und dann ist das plötzlich bei Suicide Squad ein ganz schlimmes Thema, ja, dass das jetzt so teuer ist und oh, die wollen uns ja nur abcashen mit ihren rein Cosmetics im Shop drin, ja. Es gibt auch einen kostenlosen Battle Pass, du brauchst auch keine Cosmetics, du kriegst sogar Cosmetics kostenlos im Game, wenn du die Riddler-Sachen machst zum Beispiel oder irgendwelche Achievements machst. Kriegst du kostenlos Cosmetics, die du an deine Charaktere ranpflastern kannst. Ich habe in der Alpha nach 10 Stunden schon mehrere Cosmetics gehabt für die Charaktere. Das ist nicht das Problem. Problem finde ich, dass wenn man jetzt hier sowas macht wie, also als IGN, natürlich war das wieder wahrscheinlich ein anderer Tester, aber man muss doch irgendwo dann auch als so ein Magazin eine gewisse Basis haben, wo man dann sagt, hey, jetzt hört es aber mal auf. Also da, zumindest da müssen wir mal anfangen, ein bisschen objektiv zu sein oder eine Stimmung machen zu einem Spiel. Und dann wird hier ein Spiel mit einer 12-Stunden-Kampagne für 50 Euro. Ja, manchmal will man einfach nur ein paar Monsterchen töten, ist jetzt ein linearer Shooter, ist nichts besonders Revolutionäres, ist eigentlich Oldschool, hey geil, Oldschool, weißt du,
cool, 12 Stunden, gib dir 50 Euro, gib's aus. Alle feiern es und sagen, oh, habe ich schon lange nicht mehr so einen oldschool coolen Shooter gespielt, cooles Game. Auf Steam finden es alle ganz lustig und ganz fein, größtenteils positiv, alles in Butter. Ja? Und dann kommt sowas einfach daher und gibt dir quasi die Möglichkeit, für 70 Euro zu kaufen und dir 4 Seasons reinzuziehen, und du könntest theoretisch gar nichts mehr ausgeben für das Game, 70 Euro, und kannst das Game in ein Jahr zocken, kriegst neuen Content dazu, neue Charaktere und so weiter. Plötzlich eine schlimme Sache, plötzlich ein schlimmes Game, gell? Plötzlich schlimm. Und alle finden es kacke und jeder hatet es irgendwie weg, einfach weil, weiß ich nicht warum. So, und deswegen, ich bin jetzt in Rage-Modus wieder gekommen, weil bei so einem Beispiel, das habe ich extra rausgezogen, weil mich das einfach, es fasziniert mich irgendwo, weil vieles auf YouTube fasziniert mich auf eine, manchmal eine positive Weise, manchmal auf eine extrem negative Weise, wo ich mich einfach wundere teilweise, wo ist jetzt hier eigentlich die klare Linie? Es gibt keine klare Linie, die gibt's nicht. Die gibt es hier nicht. Die machen, was sie wollen. Manche schüren hier einfach den Hype und feiern irgendwas voll ab. Andere finden dann plötzlich alles kacke. Und du hast hier nicht eine Objektivität, auch nicht bei so einem Gaming-Magazin, auch nicht bei einem mit 18 Millionen Abonnenten fast, hast du es auch nicht. Und trotzdem, hier folgt alles hinterher, oh, IGN findet es kacke, ja, wissen auch cool, finden es alle kacke jetzt. Und hoffentlich fehlt das Spiel. So, ich finde es traurig. Besonders traurig finde ich es einfach, und das ist dann mein Schlusswort dazu, besonders traurig finde ich diesen ganzen Zustand, weil dieses Spiel noch nicht mal released ist. Es ist noch nicht mal draußen, es hatte noch nicht mal eine Woche oder 2 Wochen eine Chance gehabt. Dem Spiel wurde bisher nicht eine Chance gegeben, sich zu beweisen, und trotzdem seit über einem Jahr wird es tot gehatet, einfach weil es einem nicht in den Kram passt oder weil irgendwelche großen Gaming-Magazine irgendwie Hate dagegen schüren, weil denen irgendwas nicht passt. Was weiß ich, was da hinten hinter den Kulissen alles läuft. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, so ist das Leben in 2024, so ist unser Leben heutzutage, so läuft es ab hier im Internet. Und man wird auch in der Kommentarspalte wieder den ein oder anderen Dünnschiss lesen können, da garantiere ich euch was drauf. Ich lasse es drin, einfach zum Entertainment, nur dass ihr es wisst, ich lasse es drin, egal was es ist, mir wurscht. Aber das mochte ich heute einfach mal gesagt haben zu diesem Game. Find's mega schade, weil wenn man was scheiße findet, dann auch als Spieler, als Gamer, dann kann man das natürlich kundtun. Die Art und Weise, finde ich, sollte überdacht werden oder bedacht werden, wie man das kundtut. Aber wenn man das Spiel noch nicht mal getestet hat, noch nicht mal angespielt hat, sich noch nicht mal eine eigene Meinung drüber gebildet hat, hier abzuragen, Nonplusultra-Scheiß-Game-Kacke gefällt mir nicht, einfach hoffentlich fehlt es, hoffentlich alles eingestampft und so weiter. Diese Einstellung, brutal krass heutzutage. Ich weiß nicht, was da los ist mit manchen Leuten. Aber ja, wir versuchen positiv zu bleiben auf dem Kanal. Ich wollte das einfach mal loswerden, weil es mir schon lang durch den Kopf geht. Und ich einfach sage, das ist eine Sache, wo ich einfach mal drüber reden möchte, wo ich ansprechen möchte. Und ich stelle mich trotzdem dagegen und gehe jetzt nicht mit dieser Negativ-Bubble und sage, ich hate jetzt auch Suicide Squad, weil ich es gezockt habe, weil ich es geil finde, ist mir scheißegal, was dann die anderen hier sagen. Ja? Und wenn ich damit scheitere oder mich dann doch geirrt habe nach 10 Stunden antesten und dann irgendwann sagen muss, ja, die hatten ja alle recht, das glaube ich nicht. Ich setze darauf, ich setze einfach drauf und ich habe die Hoffnung, dass es ein geiles Game wird. Nur ich habe auch irgendwie den Eindruck, dass ganz, ganz viele nicht wollen, dass es ein geiles Game wird. Und das finde ich einfach mega schade. Dennoch, das nächste Video ist das Suicide Squad. Kill the Justice League kommt auf jeden Fall, Leute. Und ich danke euch fürs Einschalten. Lasst mich gerne eure Meinung dazu wissen. Unten die Kommentarspalte ist offen wie immer. Und ich freue mich drauf. Bis bald, Leute. Macht es gut und auf Wiedersehen.